Frühstück. Da toastet's. Da trocknet's. Überall. Ja, ganz schön ausgebreitet, ne? Ja. Ganz Schlafzimmer. Da weiß jeder Bescheid. Da kommen die ersten Jogger. Oh. Das Brot brennt. Boah, ist richtig südliches Klima. Ah. Riecht nach warmer Kiefer und warmer Straße. Boah. Ist aber eine Kurve hier. Sehr südlich. Boah, jetzt gibt es Serpentintraining, ey. Halleluja. So. Schön mit Gegenverkehr. Dass man halt auch ja richtig macht. Nehmen wir mal einen ersten. Boah, naja. Da wird der schwindelig. Puh. Oh, mit gezogener Kupplung nicht so gut. Juhu. Der Tour de France Strecke. Auf jeden Fall eine geile Strecke. So, hier war ich schon so im Tunnel drin. Da war kein Platz mehr zum Labern. Deswegen hole ich das jetzt nochmal nach, weil es muss gelabert werden. Also die beiden hatten wir schon vorher auf dem Parkplatz getroffen. Jetzt haben sie uns hier überholt. Das geht natürlich nicht. Das Biker-Ego ist gekränkt. Wir kleben uns dran. Dann hing ich erst noch hinter diesem Kackroller. Ist kein Roller, aber mit Topcase sieht aus wie ein Roller. Afrika Twin, glaube ich. Auf jeden Fall in den Kurven lahm und dann aber voll raus beschleunigt. Da hatte ich immer keine Schnitte zu überholen. Da hing ich eine ganze Weile hinter. Dann dachte ich schon, ich habe die anderen vollends verloren. Aber versucht habe ich trotzdem. Hier Überholmanöver gestartet. Ja, ich weiß. Scheiß Manöver. Hat wieder so doll beschleunigt. Kann mich ja mal reinlassen da. Habe ich sie tatsächlich noch gekriegt. Hing hier hinter der Karre fest. Auf jeden Fall so gefahren habe ich die Honda auch noch nicht. Das war ganz interessant, weil ich habe jetzt nicht im Begrenzer gedreht, aber schon lange Zeit ziemlich sportlich gefahren und hätte gedacht, dass der super heiß wird wieder, wie immer. Aber ist tatsächlich moderate 100 Grad, glaube ich. Bei 100 Grad ist es dann stehen geblieben. Ja, ging aber auch ein bisschen bergab eigentlich die ganze Zeit und natürlich schnell fahren, gibt viel Wind und hohe Drehzahl ist, glaube ich, auch nicht schlecht für einen guten Ölkreislauf. War aber für mich eine Erkenntnis in dem Moment. Ich hätte gedacht, durch so langes Beanspruchen wird der super heiß. Aber wie gesagt, Temperatur gut gehalten und auch dann richtig gut gelaufen, der Motor und auch danach. Also es ist echt nicht schlecht, die mal so richtig, glaube ich, auszudrehen. Dafür, dass die so moderne Maschinen hatten, ohne Gepäck und wahrscheinlich die Strecke kannten,
haben wir uns mit den alten Enduros völlig überladen da ganz gut dran geklebt. Aber man muss auch sagen, für uns war es voll das Rennen, wir haben alles gegeben. Und für die war es wahrscheinlich eine gemütliche Sonntagsausfahrt. Ja. Boah, die Reifen sind gut, Alter. Das hat schon richtig Bock gebracht. Mal ein bisschen über den Asphalt jagen. Boah, die sind flott, ey. Ja, ab und zu haben sie uns ein bisschen abgehängt, aber dann war auch wieder ein bisschen Verkehr. Da haben wir sie eigentlich immer wieder gekriegt. Boah, jetzt werden die Kurven schneller. Da hat die Aprilia natürlich einen Vorteil. Es geht nicht mehr so bergab, da bringt mir mein Gepäck nicht so viel. Ganz gut dran. Hinterherfahren ist auch mal einfacher. Uns haben sie ja versägt. Jo. Finishline! Kommst du zurecht? Guck doch mal, ob man da links rüberkommt. Wenn ich noch gerade in der Fahre. Oh, muss ich sowas Anstrengendes hier machen? Zu Fuß gehen? Das ist ja wohl eine Zumutung. Oh. Ja, viel Spaß. Mit dem Fahrrad? Richtig geil. Boah, yes! Jawohl! So geht's mir auch. Boah. Nicht souverän, aber überlebt. Die Blickführung war nicht so gut. Diese Dornenstrüppe bleiben immer in meinem Hemd hängen. Wow. Schön. Ja, cool. Schalt hoch. Oder auch weg. Stell dich hin. Und lass dich treiben. Aua! Wow. Oh, okay. Oh, da. Oh, der Motor wird sehr heiß. Muss gleich mal Pause machen. Guck mal, das ist wie Sahne hier. Wahnsinn. Da bin ich reinge. Das ist ja mega matschig. Da rechnet man hier überhaupt nicht mit. Nee. Wo kommt der ganze Wasser her?
Eins, zwei, drei. Oh, das ging ja gut. Oh. In die Rinne rein. Boah. Alter, ist das matschig. Guck mal, hier kriechen irgendwelche Maden raus. Entweder leben die in dem Matsch oder ich habe die da reingedrückt, aber wahrscheinlich leben die da drin. Ja. Weil da kriechen noch mehr rum. Hier ist noch so eine und da auch. Naja. Boah. Naja. Schmortz. Hier richtig dekoriert mit Zäpfle und Halm. Oh Scheiße. Boah, mein Lenker ist total verbogen. Kacke. Oh, das merke ich jetzt total. Okay, das stimmt halt nicht. Oder war der einfach die ganze Zeit verbogen, ist jetzt wieder gerade und es fühlt sich so verbogen an. Sieht gar nicht so verbogen aus. Oder ist es irgendwas anderes? Das hier nicht so drauf achten. Boah, die Steine sind übel. Die gucken nur so die Spitzen aus dem Boden. Boah. Ist das hier so eine alte Straße oder? Krass. Boah, die Steine sind heavy, ey. Immerhin sind die nicht lose, aber. Oh. Boah. Das. Ja, boah, voll ins Gesicht. Ich muss das Visier zumachen. Mal eine Brille anziehen. Au, oh. Im Ellbogen bleibt immer alles hängen. Ich weiß echt nicht, ob der Lenker schief ist oder das Vorderrad, aber wie soll das schief sein? Ja, wenn sich die Gabelrohre verdrehen in ihrer Aufhängung. Alter. Das sieht man jetzt nicht so direkt. Ich löse die Gabelrohre mal heute Abend und vielleicht bringt sich das dann selbst wieder in Position. Schön, ne? Hohohoho. Was mache ich hier mit der alten Kiste, ey? Wo geht's lang? Und da liegt er. Hopp. Okay, ich mach nichts. Gut. Ich hab doof. Aber geil, wa? Aber zu viel Gepäck. Schaffen wir aber trotzdem. Ja, läuft. Ups, mein Klopapier. Unangenehm. Jetzt kann ich nicht mehr. War das kacke, ey. Ja, das war blöd. Ist das dumm. Oh, jetzt ist auch mein Kupplungshebel gebrochen. Kupplungshebel? Ja. Hast du einen neuen? Nee. Scheiße. Das war echt maximal idiotisch, ey. Auf jeden Fall Kupplungshebel gebrochen. Ich kann den hier so ein bisschen verkanten. Und dann zieht er den Zug noch so ein ganz bisschen. Aber ich versuche einfach, glaube ich, ohne Kupplung zu schalten. Hup, ist noch nix.
Hi, wenn du aus dem Trail rauskommst, geradeaus. Das Vorderrad ist doch total schief. Muss ich gucken, ob sich die Standrohre verdreht haben, aber passiert doch, ja doch, wenn das Rad so einen Schlag kriegt. Alter. Boah. Krass. Was für eine Stadt. Grignane? Geil, würde ich ja gerne ein bisschen erkunden. Cooles Örtchen, ey. Fahr. War ja nett gemeint. Ja, jemanden, der uns einen Kupplungshebel besorgen kann, haben wir leider nicht mehr gefunden. Dafür aber hier in der Bar noch den Schwager des Bürgermeisters kennengelernt. Der hat uns dann noch den besten Schlafplatz der Stadt gleich hinterm Kirchturm klar gemacht. Dann haben wir noch inspiriert von den Franzosen Haute Cuisine zu Abend gespeist und uns dann noch etwas verspannt von den Strapazen des langen Tages zur Ruhe gebettet.